Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von West bis Osten. Ich bin euer Nixon, das hier ist Lylat Wars für das Nintendo 64 und ohne großen Umschweif stürzen wir uns sofort in das Spiel und zwar in den Profi-Modus. Warum wir das machen, das erkläre ich dann später, aber jetzt erstmal Spielstart. Je weniger ich dazu jetzt sage, desto besser. Wir starten irgendwie hier auf Conaria, wie üblich. Und ich glaube, die ganzen Missionsziele und Zeug können wir uns alles sparen. Kennen wir eigentlich alles schon. Oder zumindest könnten wir es in der Theorie bereits kennen. Wenn man nämlich gesehen hat, dass ich auf meinem Kanal schon mal ein Lylat Wars Let's Play gemacht habe. Vor einem Jahr oder so. Ja, warum vor einem Jahr? Letztes Jahr im Oktober, wenn man es genauer wissen will. Also irgendwann 2012 noch. Ich wollte damals alles machen, was man in dem Spiel so machen kann. Ich wollte also sämtliche Routen zeigen. Naja, alles machen ist auch übertrieben. Alles wollte ich nicht machen, aber ich wollte sämtliche Routen zeigen und natürlich den Profi-Modus zeigen, den ich jetzt endlich mal nachhole. Das hat damals nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Ich habe dann irgendwann die ersten drei Schwierigkeitsgrade habe ich durchgespielt und dann wollte ich mich am Profi-Modus versuchen, was total in die Hose ging, weil irgendwie alles gegen mich war, die Welt war gegen mich oder so, oder was weiß ich was, und alles ging schief. Ich bin irgendwie völlig verzweifelt bei der ganzen Sache. Und ja, dann habe ich das Ganze nochmal neu gestartet, weil es mich eben total genervt hat. Also ich habe in der letzten Mission, habe ich völlig versagt und bin nur krepiert und habe dann wirklich irgendwann abgebrochen, weil es mir zu doof wurde. Und wie gesagt, ich habe dann nochmal versucht, die Aufnahme neu zu starten, ein paar Tage später. Da ist dann die Aufnahme zerrissen worden, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Also war es dann wieder nichts und nachdem das Ganze dann zweimal in die Hose ging, habe ich mir gedacht, okay, jetzt brauchst du erstmal eine längere Pause, bevor du dich hier wieder dran sitzt und weitermachst. Und ja, die Pause war jetzt lang genug, ne? Über ein Jahr. Also das dürfte für einen Moment reichen. Ja, jedenfalls habe ich jetzt in letzter Zeit immer öfters wirklich einen Blick auf meine Projekte auf meinem Kanal geworfen und gedacht, Mensch, Lylat Wars, das steht da schon die ganze Zeit, das könntest du mal irgendwann fertig machen. Ich wusste selbst nicht, dass das schon über ein Jahr her ist, dass ich das gespielt hatte. Ne? Also, das ist Wahnsinn. Ich habe gedacht, das wäre irgendwann Anfang dieses Jahr gewesen oder so, was auch schon lang genug wäre, okay. Aber nee, das ist über ein Jahr her. Und jetzt wird es echt langsam Zeit, dass ich das mal in Ordnung bringe hier. So. Gut, die haben mich nicht mehr treffen können. Wow. Es wäre cool, wenn ich die treffen würde, weil das wäre Teil meines Ziels. Boah, hört mal auf, mich abzuschießen. Was kann ich jetzt dazu sagen? Also, wir sind jetzt im Profi-Modus. Man sieht es auch. Ich nehme viel mehr Schaden, wenn ich getroffen werde. Und irgendwie schießen die Gegner auch viel mehr. Ich glaube, es sind auch ein paar Gegner mehr als sonst. Wow. Und noch ein großer, grundlegender Unterschied ist, man verliert sehr leicht seine Einzelteile. Also Einzelteile im Sinne von Flügel. Deshalb versuche ich, jeden Kontakt mit egal was da auf mich zukommt, irgendwie zu vermeiden. Ein Rempler am Boden oder so, also einmal gegen eine Wand oder gegen den Boden geflogen oder so. Und euer Schiff ist Schrott, also Schrott im Sinne von ihr verliert einen Flügel. Und das bedeutet auch automatisch, dass ihr den Doppellaser verliert. Was ich nicht empfehlen kann. Weil ohne Doppellaser kann ich überhaupt nicht zielen in dem Spiel. Und man muss ja auch alles viel öfter treffen, also wäre es schon ganz gut, wenn man den behalten würde. So, habe ich mal das Falco mich nicht von hinten rammt. Na gut, der kommt von der anderen Seite. Das ist beruhigend. Ja, das kann nicht auch passieren, ne? Dass ein Teamkamerad oder sonst irgendwas, was von hinten kommt, einfach mal rammt. Und man dadurch einen Flügel verliert. Und überhaupt sowieso. Das ist sehr, sehr, sehr nervtötend und sehr, sehr ungünstig, wenn ich das Spiel schaffen will. Weil der Profi-Modus, der hat's schon ein bisschen in sich. Also, wenn man so punktgeil ist wie ich, also so abschussgeil wohl eher, und so viele Abschüsse machen will, wie es nur irgendwie geht, dann ist das ein Selbstmordkommando hier wirklich gar, ja, im Profi-Modus zu spielen, weil jede Berührung eben eine Katastrophe ist, so mehr oder weniger. Und ja, so wie ich fliege, wenn ich Abschüsse machen will, knall ich eigentlich mit allem zusammen, was da ist. Wird aber heute nicht passieren. Ich werde es zumindest versuchen zu vermeiden und ja. So, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich es schon erwähnt oder nicht? Danke, Peppy. Man hört's jedenfalls. Ich habe eine andere Sprache eingestellt. Ja, meine Kameraden sprechen jetzt Lylatianisch statt Englisch und ja, hört sich sehr toll an. Ganz, ganz toll. Also was die Lylatianer sich da so zusammensprechen, die Bewohner des Lylat-Systems, ist ganz toll. So, und jetzt wäre es ganz cool, wenn du mal langsam hier aufmachen würdest, damit ich dich killen kann. Genau.
Cool. So, mit den Raketen nach Möglichkeit nicht zusammenstoßen, weil einmal zusammenstoßen oder so und dann ist schon wieder ein Flügel weg. Wollen wir doch alles vermeiden und das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Ja gut, der Endgegner ist jetzt natürlich auch nicht schwer. Also hat auch niemand behauptet, dass der schwer wäre. Also von daher kein Thema, aber man hört es wahrscheinlich klicken wie Sau, weil ich die ganze Zeit auf den A-Knopf hämmere, aber ach, so muss das sein. Und, Looping geht. Also rechts Looping geht. Links Looping geht sowieso. Rechts Looping geht aber auch, weil ich habe, in weiser Voraussicht einen Controller angeschlossen, bei dem der R-Knopf noch funktioniert. Also noch richtig funktioniert. Der hat ja einen anderen Controller so ein bisschen funktioniert. Guckt meine alten Let's Play-Folgen an und wisst ihr, wovon ich rede. Ist egal. Und ich habe in weiser Voraussicht schon mal eine Übungsrunde eingelegt, ne? Übrigens, Fox hat eine Sonnenbrille auf, habe ich schon erwähnt. Das ist der Beweis, dass ich Profi-Modus spiele und so. Gott, ich bin total überfordert. Und das schon ganz am Anfang vom Spiel. Aber gut, jetzt habe ich ja Zeit zu reden. Ich kann das hier ja eh nicht überspringen oder abbrechen oder sonst was. Zuhören wollen wir denen auch nicht, weil keiner von uns versteht leider ja nicht, glaube ich. Wir können aber die Untertitel lesen. Gut, also reden wir noch ein bisschen. Ich habe einen Probeversuch gemacht, genau. Übrigens 165 Abschüsse, das ist ordentlich. Nicht gut, aber ordentlich. Und reicht für einen Orden. Und in meinem Probeversuch hat das alles überraschend gut geklappt. Also ich habe das Spiel geschafft und habe 2 Leben verloren. Eins davon, weil ich versehentlich auf einen Planeten geflogen bin, wo ich nicht wollte und das erst gemerkt habe, als es zu spät war. Und dann habe ich gedacht, wenn ich auf Kurs wiederholen gehe, dann könnte ich vielleicht den Kurs wechseln, aber das geht dann nicht mehr. Also wenn ihr erstmal auf einem Planeten seid, dann könnt ihr nicht mehr den Kurs wechseln, auch nicht durch Kurs wiederholen, was ja auch keinen Sinn machen würde. Deshalb heißt es ja Kurs wiederholen, ne? Aber das war dann eben ein Leben, das ich verloren habe. Ja, hier könnte man noch die Route wechseln, ne? Und einen neuen Versuch machen, warum auch immer. Ich meine, ich habe noch gar nichts gemacht, aber egal. Vielleicht würden wir dann Corneria wiederholen oder so, keine Ahnung. Egal, machen wir erstmal nächsten Kurs. Jo, und das zweite Leben habe ich verloren auf Venom, dem letzten Planeten. Nachdem ich Starwolf und sein Gefolge besiegt hatte, da war ich schon ziemlich scheintot. Bin dann zu Andros geflogen, habe keine Lebensenergie mehr dazu gekriegt und dann bin ich dummerweise, nachdem ich direkt eine Wende geflogen habe, von einem von Andros Augen getroffen worden. Und das hat mich dann direkt zerrissen. Also, da war dann nichts mehr von mir übrig, was man noch retten konnte. Ja, und das war dann aber auch schon alles. Und das war vorhersehbar, dass ich das nicht überleben würde. Also von daher ist es nicht schlimm. Also hat der Testlauf hat irgendwie viel besser geklappt als meine vorherigen Let's Play-Anläufe, bei denen ich es versucht hatte. Die ja leider sowieso fehlgeschlagen sind. Ja, aber mal sehen, ob das jetzt diesmal auch so gut klappt. Also wichtig ist im Prinzip in erster Linie, dass ich mit nichts und niemandem zusammenstoße. Dann behalte ich nämlich meinen Doppellaser. Und den kann ich wirklich gut gebrauchen bei dem Spiel hier. So, das dürfte schon mal ein paar killen. Ja, ist gut. Ich will unten lang. Dankeschön. So, hier wurde mir, glaube ich, schon vor 100 Jahren geschrieben, dass ich mir das eigentlich schenken kann, oben die zu killen. Aber es gibt Abschüsse und was soll's. Ich mach's immer so. Ich will auf der schweren Route bleiben, deshalb halte ich oben die Gegner auf und ich halte natürlich unten die Gegner auf. Theoretisch hat man mir gesagt, glaube ich, dass es reicht, wenn ich unten die abschieße. Dann würde das schon reichen, dass ich mein Ziel, also alle aufzuhalten, erreicht hätte. Aber ich glaube mich trotzdem zu erinnern, dass mir schon passiert ist, dass ich trotzdem nicht weitergekommen bin, obwohl ich unten alles abgeschossen habe. Deshalb habe ich ja die Scheiße mit den Nova-Bomben erst angefangen zu machen. Und ja, rammt mich bloß nicht, ich sag's euch. Wenn ihr mich rammt, ist scheiße. Man kann übrigens jetzt auch durch Schüsse die Flügel verlieren, glaube ich zumindest zu wissen. Das heißt also, wenn ich oft genug irgendwie an den Flügeln getroffen werde, hintereinander, in relativ kurzen Abständen, glaube ich, das ist die Voraussetzung, dann fallen mir auch die Flügel ab. Gut. Also sollte man das natürlich jetzt auch zwingend vermeiden. Gut, den anderen noch. So, ich will oben lang, wo es geht. Man kann ja ruhig beide mitnehmen, gibt beides Abschüsse, ne? Oh. Das ist so doof, dass man diesen Zielsuchlaser nicht zweimal benutzen kann. Also, man kann den zweiten erst abfeuern, wenn der erste schon weg ist. Sprich, wenn der erste irgendwas getroffen hat oder sich selbst aufgelöst hat, weil er nichts trifft. Die fliegen ja nicht unendlich weit. Und, das heißt, ihr könnt den Zielsuchlaser zwar wunderbar aufladen, aber er wird dann nicht zielsuchend. Was doof ist und so, ne? Das hat gewisse Vorteile, wenn man weiß, was auf einen zukommt im Spiel. Dann kann man auch ein paar Abschüsse mehr machen. Ja, ich weiß, ich will mich zurückhalten und will meine Flügel schonen und so, aber ich will auch Abschüsse machen, verdammt nochmal. Und ich kann das Spiel nicht spielen, ohne zu versuchen, viele Abschüsse zu machen. Tut mir leid. Ich glaube auch, mein Rekord ist irgendwo bei 1500. Das ist, denke ich mal, ganz ordentlich für das Spiel. Ich habe noch
niemanden gehört, der gesagt hat, ja, ich habe auf jeden Fall viel mehr, ich habe 1700 oder was weiß ich was. Es gibt bestimmt Leute, die mehr haben als die 1500, die ich habe, aber ich kenne jedenfalls niemanden persönlich, dem es so geht. Und wenn ihr es besser könnt, dann meinetwegen zeigt's mir, macht mir ein Video davon, dann habt ihr auch gleichzeitig noch einen Beweis, aber ja. ich bin mit meinen 1500 Abschüssen völlig zufrieden. Ich will dich doch gar nicht abschießen, du Affe. Nee, du Frosch. Entschuldige. Jetzt beleidige ich schon den Frosch. Oh mein Gott, wie kann ich nur? 130, das reicht mir noch nicht ganz. Ich bräuchte irgendwie ein paar Abschüsse. Okay, 142, das könnte gerade so reichen. Ja, okay. Das sind ja zum Glück drei Endgegner hier. Übrigens, in meinem Testversuch habe ich hier bei dem Endgegner einen Flügel verloren. Ja. Tatsache. Und zwar auch wieder an der Stelle, wo ich es nicht verändern konnte. Und zwar habe ich wirklich, ich habe gegen die gekämpft, so wie man es eben sollte, klar. Die abgeballert, oder beziehungsweise habe zuerst den gelben abgeballert. Und dann kommt eine Zwischensequenz, in der man sieht, wie der gelbe Roboter zerplatzt. Und in dem Moment, wo ich aus der Zwischensequenz rauskomme, knalle ich auch schon den blauen rein. Und da konnte ich natürlich nichts gegen machen. Ne? Also wenn ich in dem Moment, wo ich mich erstmal wieder sehen kann und lenken kann, schon direkt in einem Roboter drin hänge, dann ist nichts mehr zu retten. Also... So, wunderbar. Genau die Sequenz meine ich. Und direkt nach der Sequenz bin ich eben in den blauen reingedonnert. Und, ja, da hätte ich nichts dagegen machen können, egal wie ich mich anstelle. Zack. Das passiert mir diesmal schon mal nicht mehr. Und dann sind die auch verdammt fix tot. Ich hoffe, man hört das Klicken vom Controller nicht zu sehr jetzt im Video, aber, ja, der ist halt recht nah an meinem Mikro, dadurch, dass ich ihn in der Hand halte und mein Mikro um den Hals hängen habe. Und überhaupt so... Oh, wo ist denn der? Kannst du hier direkt rum sein? Jetzt ist er hinter mir, okay. Und irgendwie brauche ich den Controller zum Spielen, ne? Ist eine dumme Sache, dass man so bei einem Spiel auch irgendwas braucht, um es zu steuern. Wenn das per Gedankensteuerung funktionieren würde, wäre das echt einfach. So, jetzt wäre es cool, wenn ich dich mal treffen würde. So weit kannst du doch gar nicht weg sein. Ja. Ich muss aufpassen, sonst ramme ich ihn gleich noch versehentlich und dann verliere ich doch meinen Flügel, den ich nicht verlieren will. Andererseits wäre es relativ egal, weil im nächsten Level brauche ich keine Flügel. Au. Ja, ja, lästiges Gesindel, ich weiß. Ja, im nächsten Level brauche ich keine Flügel, weil das nächste Level wird auf jeden Fall Aquas sein. Egal was kommt. Ich will nämlich nach Aquas. Und dort sind wir im U-Boot, da haben wir eh keine Flügel, aber da können wir wieder Doppellaser sammeln dann, ne? Weil wenn wir im U-Boot Doppellaser einsammeln, dann haben wir die später im Arwing auch, was unglaublich praktisch ist. Gut, dankeschön. Hat ja auch lang genug gedauert, bis du endlich mal hier zu treffen warst. Hit plus 10, yay! Okay, Ordenbereich habe ich. 161 Abschüsse, das reicht völlig. Ist zwar nicht gerade rekordverdächtig, aber es ist ausreichend. Und ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe dafür gesorgt, dass ich keinen Flügel verliere diesmal. Juhu! Hoffentlich geht das so weiter. So, jetzt habe ich gerade hier eine sehr seltsame Anzeige bei meinem komischen Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie rumspinnt. Das zeigt irgendwas an, mit dem ich nichts anfangen kann. Beängstigend. Na egal. Boah. Ich bin irgendwie ein bisschen nervös, dass das hier wieder eine Katastrophe werden könnte. Ich habe wirklich Angst davor, aber ich will es verdammt nochmal endlich hinter mich bringen. Also, tut mir leid, ich sag's jetzt schon mal im Voraus, wenn ich später irgendwie im letzten Level vollkommen ausflippe, oder schon im vorletzten Level, das könnte durchaus auch passieren, wenn ich dort vollkommen ausflippe und dauernd verrecke und immer unmotivierter werde und immer saurer und nicht mehr weiß, was ich noch sagen soll und überhaupt und sowieso, aber ich bring das jetzt zu Ende. Es hat über ein Jahr gedauert, aber ich bringe es jetzt verdammt nochmal zu Ende. Ich spiele jetzt Lylith Wars auf dem Profi-Modus und dann bin ich fertig mit dem Spiel. Und dann kann ich das von meiner Liste endlich streichen. Ja. Yeah. Ich habe immer noch die Tags, die ich in den Videos verwendet habe, habe ich immer noch gespeichert. Seit über einem Jahr. Das brauche ich dann auch nicht mehr. So, auf nach Aquas. Auf gar keinen Fall Kurs wechseln. Gut, dann könnte ich vielleicht noch einen Tick zu der Route sagen, die ich fliege. Ich weiß nicht mehr, ob ich es damals in meinem Let's Play erwähnt habe, aber das ist ja auch schon wieder so lange her, dass ich wahrscheinlich sowieso keine Sau mehr dran erinnern würde, genauso wie ich. Also, ich meine, wenn ich mich schon an nichts mehr erinnere... Nee, falsch, das ist falsch. Wenn ich mich an irgendwas nicht erinnere, ist das eigentlich Normalzustand. Aber ich nehme an, dass andere Leute sich trotzdem nicht mehr dran erinnern werden. Okay, das macht mehr Sinn. Ja, gut, was will ich sagen? Zur Route, genau. Ich habe vielleicht damals schon mal was dazu gesagt, welche Route ich nehmen will, welches die Nixanische Route ist und warum das die Nixanische Route ist. Also erstens mal, die Nixanische Route ist die Nixanische Route, weil sie sehr angenehm ist. Also die macht Spaß zu spielen, finde ich. Und zweitens kriegt man dort die meisten Abschüsse. Und das heißt zwangsläufig, wir fliegen fast durchgehend auf der schweren Route, weil, ja, sagen wir mal ehrlich, ja,
ehrlich, egal, sei mal logisch. Auf der schweren Route gibt es die meisten Gegner und demnach auch die meisten Abschüsse, die man machen kann. Ich werde zwar jetzt sicherlich keinen Rekord aufstellen, weil ich wirklich auf Nummer sicher gehen muss, damit mir hier nichts passiert. Aber es gibt keinen Planeten, den wir besuchen werden, der weniger als 150 Abschüsse gibt. Also die haben alle definitiv mehr zu bieten. Das heißt, dass wir einen bestimmten Sektor auslassen werden, nämlich Sektor Z. Ja. Sektor Z ist der einzige Planet, den wir umgehen werden auf der schweren Route. Oder der einzige Ort. Planet kann man ja nicht sagen, es ist ja nur ein Nebel wieder mal oder so. Aber dort kann man, also dort ist der Ordenbereich schon bei 100 Abschüssen. Das heißt, man kann dort nicht besonders viele Abschüsse machen, sonst hätten sie einen höheren Bereich angesetzt, ist klar. Und, gar und so, ne? Ja, womit wir wieder beim Standard wären. Gar, Hauptsache irgendwie gar. Nö. Wir werden stattdessen nach Macbeth gehen und versuchen von dort aus direkt wieder auf die schwere Route zu kommen. Ihr erinnert euch, Macbeth ist dieser Planet mit dem Panzer, mit dem endlosen Zug, den man verfolgt und so. Dort kann man nämlich durchaus mühelos 150 Abschüsse machen, wenn man das Missionsziel erreicht. Wenn man das Missionsziel nicht erreicht, wird man die 150 Abschüsse nicht schaffen. Aber, wir müssen das Missionsziel so oder so erreichen. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe aus irgendeinem Grund, dann werde ich die Mission so lange neu starten, bis ich es geschafft habe oder so. Brauchen wir den Goldring eigentlich? Egal, wir nehmen ihn mit aus Prinzip. Ich habe irgendwie Finger zu wenig, um Knöpfe zu drücken. Dankeschön. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Controller noch halten soll, damit ich gleichzeitig bremsen, Torpedos schießen und normal schießen kann und noch eine Rolle dabei machen kann, weil Rolle ist lebenswichtig hier im schweren Modus, weil man ja konstant unter Beschuss steht und mit der Rolle kann man die Schüsse ja abwehren. Wisst ihr ja, genau. Ist ja Allgemeinbildung. Ja, also Macbeth 150 Abschüsse, Conaria 150 Abschüsse, Sektor Y 150 Abschüsse, hier auf Zones sollten auch 100... Ja, Quatsch, Zones sage ich. Aquas sollten auch 150 Abschüsse drin sein. Auf Zones sollten über 200 Abschüsse drin sein. Und auf Area 6, glaube ich, heißt sie, da sind nochmal 300 Abschüsse drin, wenn man es richtig macht. Ich krieg's nicht hin. Das ist der Wahnsinn. Ich kann nicht gleichzeitig bremsen und schießen und drehen. Es ist lelelel. Aber ich will doch Abschüsse machen. Und hier unten ist ja auch der Vorteil, hier kann ich machen, was ich will, solange ich nicht zu viel Energie verliere. Weil hier kann ich keinen Flügel verlieren. Ich habe ja keinen Flügel, den ich verlieren könnte, ne? Okay, Bremse und Feuer, 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 Feuer. Mach den Fisch tot. Und mach die Viecher auf dem Boden tot. Und mach alles tot. Mach alles tot, genau. Ich bin eine verdammte Todesmaschine. So, nächstes Fisch. Dankeschön. Das wollte ich doch. Alles tot um mich herum. Ich bin die Vernichtung in Person. So. Felsbrocken. Die machen wir auch noch kaputt. Die geben auch Abschüsse. Genau. Hauptsache hier Massenvernichtung. Da ist noch ein Stern. Schieß auf den. Toll, da wäre auch einer. Mit denen muss man tierisch aufpassen. Wenn die zu nah an einen rankommen, dann explodieren sie und das macht Schaden ohne Ende. Und ihr seht schon, hier sind einige von diesen verdammten Seesternen, die absolut nichts gemeinsam haben mit Patrick Star, außer vielleicht ihrer fehlenden Intelligenz oder so. Keine Ahnung, wie ich gerade jetzt auf die Referenz komme, aber Seestern und Seestern, das ist ja auch das Gleiche. Und ja, von Intelligenz kann man bei den Viechern vielleicht wirklich nicht reden, also von daher passt das vielleicht ganz gut. Nur, dass die definitiv viel gefährlicher sind als Patrick Star. Gott. Und ich muss sagen, das Spiel ist gerade mal eine sehr willkommene Abwechslung zu dem, was ich in letzter Zeit so gespielt habe. Nämlich Gothic, Gothic, Gothic und noch mehr Gothic. Da ist so ein kleiner, hirnloser Shooter, bei dem man einfach nur wirklich Massenvernichtung betreibt. Richtig schön. Ja. Hier braucht man nicht zu denken, braucht nicht vorsichtig zu sein, braucht sich nicht besonders anzustrengen, braucht nicht strategisch vorzugehen und aufzupassen, dass man sich nicht irgendwelchen Gegnern stellt, die einem zu mächtig sind und weiß der Geier was, sondern hier geht es einfach wirklich nur ums Ballern, das zum Abwinken. Und übrigens, Fox sagt, ich habe die Biowaffe gefunden und wir haben jetzt schon 145 Abschüsse. Das heißt, das wird ein voller Erfolg hier mit dem Orden. Nicht, dass ich es auf Orden abgesehen hätte, aber ich will viele Abschüsse und ja, wenn ich einen Orden kriege, dann weiß ich, dass ich einigermaßen gut Abschüsse gemacht habe, weil die gibt es ja immer erst ab einer bestimmten Anzahl an Abschüssen. Und natürlich ist die Voraussetzung, dass alle Teamkameraden überleben. Uhu. Ja. Gut. Also hier ist Ordenbereich 150 Abschüsse. Jedes von den Dingern hier gibt es, glaube ich, 4 Abschüsse oder so. Das heißt, wenn ich die jetzt kille, dann habe ich meinen Orden praktisch schon. So, mach das andere auch noch kaputt. Genau. Ja, mach den Deckel zu. Und dann hier drauf. Sag ich doch, Hit plus 3 bedeutet 4 Abschüsse.
Das habe ich auch schon mal erklärt irgendwann im Let's Play. Ne? Also in den alten Folgen für die alten drei Routen und so. So, und jetzt haben wir 157 Abschüsse oder so. Das ist wunderbar. Und jetzt machen wir noch den Boss. Der gibt nochmal Hit plus 1. Also 11 Treffer. Und dann ist hier alles in Butter. Könntest du dann bitte genau da drauf schießen? Ja. Das andere Ding kann ich noch nicht angreifen, leider. Ja, ist gut, mach nochmal auf. Du kannst doch jetzt eh nichts mehr machen. Deine komischen Dinger da auf dem Buckel sind kaputt. Die komischen Seeschlangen kannst du auch nicht mehr spucken, weil die aus den Dingern rauskamen. Jetzt geht's nur noch hier drum. Und das kriege ich auch noch hin. Ich brauche keine Kunst hier. So. Kommt an. Wunderbar. Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt, als ich die schwere Route gespielt habe. Man könnte jetzt die Dinger an den Seiten links und rechts kaputt machen, aus denen die ganze Zeit Schüsse rauskommen. Wenn man das tut, dann kommen natürlich keine Schüsse mehr raus für eine ganze Weile. Irgendwann tauchen die Dinger allerdings trotzdem wieder auf, spucken dann für eine kurze Zeit Energieringe, mit denen man die Lebensenergie wieder auffüllen kann. Und dann fangen sie wieder an, normal zu schießen. Aber man kann auch theoretisch darauf verzichten, die Dinger an den Seiten kaputt zu machen, weil ihr seht ja, wenn man es richtig macht, dann trifft man das Ding in der Mitte trotzdem das Auge. Hier geht es im Prinzip einfach nur darum, lang durchzuhalten. Immer schön auf das Ding in der Mitte zielen und schießen. Und wenn das Auge frei ist, ein Torpedo reinjagen. Und da ich immer konstant Torpedos unterwegs habe, weil ich nichts anderes mache, als die ganze Zeit A, B und R gleichzeitig zu drücken. Ja, genau. Passiert dann sowas irgendwann, zwangsläufig. Also wirklich, das ganze Level über habe ich durchgehend A, B und R gleichzeitig gedrückt auf dem Nintendo 64 Controller. Und deshalb hatte ich auch die ganze Zeit Probleme, irgendwie gleichzeitig noch zu bremsen, weil mir fehlt dann irgendwie der dritte Finger. Da hätte ich irgendwie den Controller anders halten müssen oder so. Ja, egal. Bereitet euch auf das Andocken vor. Ja, also für A und B brauche ich einen Daumen und für R brauche ich einen Zeigefinger. Vielleicht hätte ich einfach den Mittelfinger nehmen sollen, dann hätte ich den Zeigefinger frei für noch die C-Knöpfe zu bedienen. Wäre eine Methode gewesen, zugegebenermaßen. Ich könnte natürlich auch die Rolle einfach mit Z fliegen, aber irgendwie bin ich R gewöhnt. Ja. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass der R-Knopf funktioniert bei dem Controller, wenn ich das spiele. Ich weiß nicht mehr, war es nur auf der leichten Route oder auf der mittleren Route auch noch, wo ich wirklich mit dem scheiß kaputten Controller gespielt habe, wo der R-Knopf nur funktioniert, wenn er gerade Lust hat, wo man draufdrücken muss wie ein Idiot, damit er funktioniert. Ja, das liegt wahrscheinlich auch alles daran, dass ich verdammt viel Wild Wars mit dem Controller gespielt habe oder so. Das hat dann auf Dauer ein bisschen ausgeleiert oder was weiß ich. Aber es ist auch kein Wunder. Ich meine, hallo, das Gerät ist ja jetzt, was weiß ich, wie alt. Gott, das Spiel ist von 97, das Gerät ist von 96. Das sind ja dann auch nur 17 Jahre und so, ne? Also, da sei es verziehen, wenn der Controller nach 17 Jahren anfängt, ein bisschen rumzuspinnen. Ich habe die Konsole ja auch verdammt viel benutzt. In den 17 Jahren. Gut, in den letzten 10 Jahren vielleicht nicht mehr so oft. Aber in den ersten 7 bestimmt. So, und wieder einen wunderschönen Orden verdient hier auf Aquas und ab nach Zones. Die letzte Station, die wir jetzt erstmal auf der schweren Route absolvieren. Ihr seht schon, es wird ja angezeigt, wir können dann anschließend nach Sektor Z oder nach Macbeth. Und mein Ziel ist in jedem Fall Macbeth. Selbst wenn ich hier das Missionsziel erreichen sollte auf Zones, werde ich trotzdem nach Macbeth weiterfliegen. Einfach wegen, ist schöner und ist nix an Route und ist Abschüsse und überhaupt. Und Abschüsse sind toll, ja. Und hier geht's schon wieder richtig los. Also, was Abschüsse angeht, ist das Level hier sowieso extrem cool, weil, ja, von wegen 200 Abschüsse möglich und so, ne? Oder, beziehungsweise mehr als 200 Abschüsse möglich, also 200 ist die Voraussetzung für hier einen Orden zu kriegen. Also müssen zwangsläufig mehr als 200 Abschüsse möglich sein. Und, ja, das nutzen wir doch, ne? Massenvernichtung, yay! Massenvernichtung for the win, zumindest hier in Videospielen ist das okay. Soll sich keiner beschweren, ja. Ist doch nur ein Spiel. Außerdem versuchen wir ja das Böse zu vernichten und nicht einfach irgendwen. Ist ja nicht irgendwie ein sinnloser, inhaltsloser Genozid, sondern wir versuchen wirklich hier was Gutes zu erreichen. Genau. Also werft uns das nicht vor. Bumm, du bist tot. Haha. Hier habe ich übrigens auch wieder einen Flügel verloren auf Zone. Und zwar ganz kurz vor Ende, weil von hinten irgendwie ein Gegner gekommen ist und mich gerammt hat. Das fand ich voll unfair und so. Habe ich die Viecher gekillt? Oh, da ist einer hinter mir. Uiuiui. Sag mal, was für Flügelmänner seid ihr eigentlich? Ihr fliegt die ganze Zeit stur hinter mir rum. Aber ihr kommt nicht mal auf die Idee, die Gegner zu killen, die direkt hinter mir fliegen oder so, ne? Ist klar. Ist ja auch euer Job, ne? Die zu ignorieren. Ui. Ah, das hat wunderbar geklappt. Den Goldring kassiert, die Bombe kassiert, alles kassiert. Und da kommt Cat angeflogen, die wir in dem Spiel eigentlich gar nicht kennen dürften, weil die uns eigentlich irgendwo anders im Spiel begegnen müsste, von rechts wegen her. Aber, ja, wen interessiert's schon, ne?
Weißt du, Cat, wenn du schon anfängst, hier meine Ziele wegzubomben, dann mach's wenigstens richtig. Und lass nicht die stehen, die schwer zu treffen sind. Gut, da hat's irgendwas gegeben. Irgendeine Belohnung für irgendwas, was ich richtig gemacht habe, aber ich hab's nicht gesehen. Ich war schon zu weit fortgeschritten, so ein Mist. Ja, das ist gut. Noch so ein Ding. Ja, also nur um es nochmal zu erwähnen zu haben, weil das ja alles schon wieder so lange her ist. Missionsziel hier auf Zonas ist es natürlich, die Geheimwaffe zu finden oder so irgendwas. Nee, nicht mal wirklich das. Aber vor allem diese Suchscheinwerfer auszuschalten, dass wir eben unbemerkt hier langfliegen können, ohne dass irgendwie Alarm ausgelöst wird und wir dann eine andere Route nehmen müssten. Ja, was eigentlich keinen Unterschied macht, wenn man es genau nimmt. Also, wenn man es schafft, alle Suchscheinwerfer auszuschalten, dann entwickelt sich das Spiel so, dass man eben auf Sektor Z kommt und dort stellen Andros Leute einen eben einen Hinterhalt und wollen die Great Fox angreifen und ja, das passiert, wenn man diese Mission hier erfolgreich beendet. Also, kann es noch schlechter werden. Wenn man die Mission nicht erfolgreich beendet, kommt man halt nach Macbeth und kann dort den endlosen Zug verfolgen. Das ist doch super. Das macht doch viel mehr Spaß als Sektor Z. Ich mag Sektor Z nicht. Habe ich das irgendwann mal erwähnt? Möglicherweise ja. Sektor Z ist voll doof. Das ist eine Welt, die ich überhaupt nicht mag im Spiel. Fahr mal hoch da. Die Lebensenergie hätte ich jetzt nicht gebraucht. Umdrehen, dankeschön. Und was kriegen wir? Ein Goldring. Das ist okay. Was kriegen wir hier? Und wir fliegen mal lieber mal um ein paar Rollen, weil ich glaube, da kommt gleich wieder irgendwas. Raus dem Spiel dazu, dass mich gleich wieder mit irgendwas zukommt. Ja, ja. Irgendwas kommt immer. Also was? Ich habe einen Gegner am Rücken, am Heck, am. Uah, du kriegst mich nicht. Ja, im Looping kann man natürlich wunderbar geschickt ausweichen, wenn einer hinter einem klebt. Weil die machen keine Loopings, so clever sind die nicht, zum Glück. Und wenn ich ein Looping mache, dann besteht auch keine Gefahr, dass ich durchs Bremsen mit ihm zusammenstoße. Ne? Wenn ich einfach bremsen würde, während der direkt hinter mir ist, dann würden wir ja zwangsläufig zusammenstoßen, weil der bremst garantiert nicht. Oh, hier war's. Ich fliege jetzt nicht hier unten durch, oder? Ich will nicht. Es ist passiert. Es ist passiert. Und ich habe noch gesagt, ich fliege jetzt nicht hier unten durch und mach's trotzdem. Ja, jetzt habe ich meinen Flügel weg. Und ich weiß nicht mal durch was. Ich konnte diesmal nicht mal sehen, was mich gerammt hat. Ich hasse es. Das muss aber auch jedes Mal passieren. Wäre cool, wenn ich irgendwo nochmal einen Flügel kriegen würde. Beim letzten Mal ist es aber, glaube ich, da vorne bei den Dingern passiert. Also, dass ich hier irgendwo unten durchgeflogen bin und dann den Flügel verloren habe. So. Ich kann ruhig verschwenderisch mit den Bomben umgehen. Ich brauche sie eh nicht mehr. Hm. Ist hier der Ordenbereich bei 250 Abschüssen oder warum ist der noch nicht gedingst? Oder habe ich einen Flugbeet verloren? Falco und Slippy sind da, in der Theorie. Ist Peppy vielleicht nicht da? Ich weiß nicht. Irgendwas ist jedenfalls nicht in Ordnung. Ich habe gedacht, bei 200 wäre hier. Aber vielleicht ist es auch bei 200. 250 meine ich. So, jetzt kann ich aber auch fliegen wie ein Kamikaze hier. Macht keinen Unterschied mehr. Noch mehr Flügel kann ich nicht verlieren. Also doch, falsch. Ich kann noch einen Flügel verlieren. Würde mich aber nicht übermäßig stören. So, 255, okay. Das heißt, 250 war der Ordenbereich, meinetwegen. Ja. Ich hasse diesen automatischen Sinkflug, den man hat, wenn man einen Flügel verloren hat. Yay! So, Zeit für den Boss. So, und warum habe ich gesagt, Nova-Bomben kann man hier ruhig verschwenden, ist egal. Weil der mich mit Nova-Bomben versorgt bis zum Abwinken. Es wäre doch geil, wenn ich endlich mal normal fliegen könnte. Ich bräuchte meinen Flügel zurück, verdammt. Wie ist das passiert? Das finde ich echt sauunfair. Mach mal einen Flügel kaputt. Oh, dann schießt der auch noch vorbei. Ich wollte doch nur ein bisschen zur Seite fliegen, damit du nur den Flügel triffst und nicht gleich mein ganzes Schiff. Ja, es würde sich leichter fliegen, wenn ich eben wieder die gleiche Anzahl an Flügeln auf beiden Seiten hätte. Nämlich entweder auf jeder Seite einen oder auf jeder Seite keinen. Wäre ganz schön. So, gib mir Nova-Bomben. Yeah. Noch ein bisschen und dann reicht's. Ja, oh, das reicht. Und Angriff. Jetzt habe ich das Falsche abgesprengt. So ein Mist. Ja, man soll eben nicht diese komischen seitlichen Dinge abschießen, sondern irgendwie diese komischen Rohre, die er oben dran hat. Naja. Jetzt kann ich das hier über mich ergehen lassen, bis der sich wieder zusammengebaut hat. Ja, also wenn man das irgendwie in der richtigen Reihenfolge auseinander nimmt, dann dauert der Kampf ewig. Beim ersten Mal habe ich
wirklich ewig gebraucht, also als ich den Endgänger das erste Mal gespielt habe, habe ich ewig gebraucht, bis ich begriffen habe, was ich überhaupt machen muss. Weil andauernd zerlege ich den mit Nova-Bomben und andauernd setzt er sich wieder zusammen. Fand ich übrigens auch damals eine ziemlich coole Idee, dass man mal auf einen Gegner trifft, der nicht mit normalen Angriffen zu besiegen ist, ne? Also, wir hatten Ähnliches ja schon auf Aquas mit diesen komischen Muscheldingsenkirchen, das ja leider gegen normale Angriffe immun war, mehr oder weniger. Also, wir mussten es letztendlich, das Auge mussten wir mit Torpedos beschießen. Aber, dass wir dann jetzt eben einen Gegner haben, den wir komplett nur mit Nova-Bomben besiegen können, oder zumindest seine ersten paar Stufen nur mit Nova-Bomben besiegen können. Das ist schon kreativ auf seine Art. So. Gut. Ey, du müsstest kaputt sein. Arschding. Von rechts wegen her bist du aber eigentlich kaputt, das weißt du, ne? So, jetzt aber. Genau, neun Nova-Bomben übrig, das ist gut. Die können wir noch nachher gut gebrauchen und vor allem, der ist im Hintern, oder wie auch immer ihr das ausdrücken wollt. Er ist kaputt, ja. +10. Interessantes Geräusch hat er da beim Sterben gemacht. Naja. Aber ich habe einen Flügel verloren, verdammte Scheiße. Also das Gute ist, nach einer Mission hat man automatisch wieder beide Flügel. Das Schlechte ist, ich kriege meinen Doppellaser nicht zurück. Und noch schlechter ist, dass ich jetzt als nächstes Macbeth spiele, da kriege ich auch keinen Doppellaser, ne, weil ich da mit Panzer unterwegs bin. Das ist doof. Also ich glaube zumindest, dass man dann keinen Doppellaser kriegt. Andererseits würde ich jetzt Sektor Z spielen, was ich beim letzten Mal beim Trainingslauf quasi versehentlich gemacht habe. Dann könnte ich zwar einen Doppellaser kriegen, aber den würde ich wahrscheinlich sowieso doch wieder verlieren. Außerdem kriege ich keinen Abschluss und überhaupt sowieso. 266, das ist ordentlich, hätte ich gesagt. Und 12 Leben mittlerweile ist auch okay. Ja, ich bin immer noch nicht gestorben, das ist doch in Ordnung. An sich ist der Profi-Modus ja auch gar nicht so schwer, wenn man nicht zu abschussgeil ist und, ja, wenn man sich nicht andauernd die Flügel amputiert. So wie ich das mache. So, und jetzt unbedingt dran denken, Kurs wechseln. Nicht weiterfliegen, Kurs wechseln. Nicht weiterfliegen, Kurs wechseln. Route wechseln, dankeschön. Und dann gehen wir nach Macbeth. Dankeschön. Ich hasse Sektor Z. Der endlose Zug. Ja. Gut, wer sich noch an meinen Lilith Wars Let's Play erinnert oder wer irgendwann mal Lilith Wars gespielt hat, der weiß, was wir hier tun müssen. Wir müssen erstmal diesen Zug verfolgen, um rauszufinden, was er denn transportiert, außer Steinen. Ja, den Waggons sind Steine. Sehr geistreich. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann können wir noch rausfinden, ob wir nicht irgendwie die Existenz dieses Zuges mit der Existenz der feindlichen Nachschubbasis irgendwie günstig kombinieren können. Ja, also, du hast hier einen Zug und da hinten irgendwo ein Treibstofflager. Was könnte man damit wohl anfangen? Genau. Das war irgendwie der höhere Zweck dieser Mission. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ist eine schöne Mission. Also ich mag Macbeth total. Ich mag sowieso die Mission mit dem Panzer, mag ich sehr. Da könnten sie eigentlich ein eigenes Spiel schon draus machen, wo man einfach wirklich nur mit dem Panzer rumfährt. In so einer, ja, dreidimensionalen Umgebung, aber quasi in Rail-Shooter-Manier, dass man sich nur ein bisschen steuern kann, aber immer gerade ausgelenkt wird automatisch. Und dann halt alles mögliche abballert. Das wäre doch ein mega geiles Spiel. Rail-Shooter haben doch sowieso auf der Wii Hochkonjunktur gehabt. Warum haben sie sowas nicht mal gemacht? Das wäre echt was gewesen. Ja. Aber die haben ja gar nichts gemacht. Ewig waren Gerüchte unterwegs, dass ein neues Star Fox-Spiel geplant wäre. Ja, die heißen ja im Englischen alle Star Fox, ne? Aber es ist nichts gekommen und ja. Dafür Rail-Shooter ohne Inhalt oder so. Wobei die auch Spaß machen. Zugegebenermaßen. Trotzdem, das wäre wirklich was gewesen. Verdammt, ich wollte eigentlich auf die Viecher da oben schießen und nicht einfach mitten ins Blaue. Ich will doch Abschüsse machen, Leute. Lasst mich doch Abschüsse machen. So, jetzt aber. Yay! Versuche zu schweben. Das habe ich gar nicht nötig, als wenn ich den Dingern ausweichen müsste. Ihr macht euch unnötig Sorgen. Oder Peppy, du machst dir unnötig Sorgen. Die können mir doch eh nichts. Habe ich getroffen? Ja, so halbwegs. Doch, das hat gut getroffen. Die Nova-Bombe war mal gut investiert. Volltreffer auf der ganzen Linie. Die komischen Schussgeräte kaputt gemacht und noch gleichzeitig
Ja, irgendwie die Treibstofftanks und alles mögliche in Luft gesprengt, was der Zug halt so dabei hatte. Ne? Und da habe ich meinen Nova-Bomber auch schon wieder. Schön, ne? Oh, lern doch mal fliegen, Falco. Du hast es nicht drauf. Guck mal, ich bin hier voll der lahme Panzer und ich habe keine solche Probleme, dass mich irgendwer verfolgt und ich nicht abschütteln könnte. Okay, zugegebenermaßen, die würden mich wahrscheinlich alle überholen. Deshalb ist es nicht nötig, es abzuschütteln, weil sie dann irgendwann zwangsläufig vor mir sind. Aber trotzdem, ja, ich komme wunderbar klar. Und ich jammer nicht drum. Und ich mache viel mehr Abschüsse als ihr. Ja, wenn ich nur mal so gesagt habe. Was ist los? Komm ruhig näher. Ja, ja, ich komme näher, keine Angst. Ich komme näher, als dir lieb ist. Zack, und wieder mal ein Waggon gesprengt. Das müsste man übrigens nicht, ne? Also man muss diese Waggons nicht kaputt machen, einen nach dem anderen. Aber wenn man so abschussgeil ist wie ich, dann macht man das natürlich trotzdem, weil es gibt alles Abschüsse. Ja, verdammt. Die richtige Höhe. Ja, danke, danke, danke. Und Treibstoff, danke. Schön. 96 Abschüsse, ich muss noch vier, nee, noch drei Abschüsse schaffen, dann kriege ich einen Orden. Aber nicht, weil ich dann genug Abschüsse für einen Orden hätte, sondern weil ich vorhabe, das Missionsziel zu erfüllen. Und mit dem Missionsziel zusammen habe ich dann auf jeden Fall genug Abschüsse für einen Orden. Weil ich so gut bin. Treffen, nicht treffen, nicht treffen. Ja, 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 komm. Platz, Platz, Platz. Ja, okay, von hier aus kriege ich dich aber. Bumm, ja. Ich weiß nicht, sollen das wirklich irgendwelche Treibstoffdinger darstellen oder was anderes? Ich sehe das Treibstofflager auf der rechten Seite, sagt uns Falco. Das ist schön für dich, Falco, was du so alles siehst. Ich war der Meinung, dass hier eine Nova rumliegen würde. Auf jeden Fall hat der Zug jetzt keine Waggons mehr. Er ist etwas, ja, abgekoppelt. Ach, Cat, halte ich doch einfach aus meinen Geschäften raus. Als wenn ich hier wirklich Unterstützung bräuchte. Es reicht schon, dass Falco einen hier jeden unterstützt. Okay, Nachschub kriegen wir auch noch von der Great Fox, das ist auch schön. Das war sehr gekonnt, in vielerlei Hinsicht. Okay, den hat auch schon jemand umgelegt, toll. Ich muss jetzt also, ja, wir kennen es, theoretisch kennen wir es alle von meinem Let's Play. Wir müssen die Weichenhebel umlegen und so. Oder wir müssen diesen Boss bekämpfen, eins von beiden. Aber mir ist es lieber, wenn ich die Weichenhebel umstelle, weil dann würde ich das Missionsziel erfüllen. Das Missionsziel ist nämlich nicht, diesen komischen Roboter hier zu bekämpfen, sondern das Treibstofflager zu zerstören. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, man könnte beides irgendwie vielleicht miteinander kombinieren. Ne? Wir haben einen Zug, der hat Gleise, die gehen bis zu dem Treibstofflager. Und wir haben das Treibstofflager auf der anderen Seite. Vielleicht können wir da ja was draus machen. Bla bla bla. Genau. So, jetzt müsste der Hauptschalter hier langsam mal erscheinen. Kommst du jetzt? Kommst du? Yes! Läuft prima, Fox. Genau, das sehe ich auch so. Die Weiche ist gestellt und damit ist auch mein Ziel erreicht. 150 Abschüsse habe ich damit locker. Und, ja, Missionsziel erreicht habe ich auch. Das heißt, wir können wieder auf die schwere Route. Yay! Und ich liebe das übrigens. Wenn ihr an der Stelle ein Rumble Pack im Controller habt, ich habe jetzt irgendwie leider keins drin, warum auch immer. Ne, nicht dran gedacht. Dann merkt man in dem Moment, wo der Zug hier reinfährt, einmal einen kurzen, harmlosen Stoß. Und boom, jetzt merkt man eine Vibration nach der anderen, also da geht es dann richtig rund hier. Das war sowieso damals so toll. Also das Spiel wurde ja quasi mit dem Rumble Pack vertrieben, also man hat ja damals eine große Werbekampagne gemacht und im Fernsehen dann gezeigt, ja, da Lilith Wars, bla bla, geiler Shooter-Dings und so für Nintendo 64 exklusiv und so. Und das mit dem Rumble Pack und so, da gab es auch eine Aktion, Testpiloten gesucht, wo man dann irgendwie irgendwo sich bewerben konnte, um das Spiel quasi anzuzocken und ja, mit Rumble Pack dann zu genießen. Das war ja damals was Neues, also so ein Vibrationsgerät für den Controller, das gab es bis dahin nicht. Kein Controller hatte irgendwie eine Vibrationsfunktion und dabei ist das eigentlich keine große Sache, nur das ist einfach nur ein Motor, der nicht ganz rund läuft, könnte man so sagen. Also ein Motor, der ein Gewicht dreht und das Gewicht ist ungleichmäßig ausbalanciert und deshalb wackelt dann alles. Funktioniert beim Handy genauso. Aber wäre keine große Sache gewesen, sowas immer mal zu erfinden und in einem Spiel in Verbindung zu bringen. Hat aber keiner gemacht. Soweit hat keiner gedacht, bis Nintendo dann irgendwann mal halt irgendwie die Sache auf den Markt geschmissen hat. Und es hat sich bewährt, ne? Oder zumindest durchgesetzt. Ob es sich bewährt hat, weiß ich nicht, aber heute gibt es doch keinen Controller mehr ohne Vibrationsfunktion. Diese ist jetzt natürlich bei jedem Controller eingebaut. Damals musste man es noch extra kaufen. Aber es war ja damals auch ein ganz anderer Markt. Also man wusste ja gar nicht, ob überhaupt irgendjemand sowas haben will.
Erst als man gesehen hat, oh, die Leute sind tatsächlich bereit, 30 Euro auszugeben. Nee, falsch, 30 Mark waren es, glaube ich, damals. Nur um so ein Rumble-Pack zu haben. Und dann holen die sich vielleicht sogar noch mehrere von den Dingern, so wie ich. dann kann man das vielleicht tatsächlich dauerhaft in den Controllern einbauen, ne?